Gelobt sei der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit auch wir trösten können. Doch was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Der Heidelberger Katechismus sagt, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Was ist dein einziger Trost? Dieser Frage will ich nachgehen. Geh mit, wenn du magst.
Ruhepunkte in bewegten Zeiten des Stillstands. Und Jesus spricht: Selig sind die, da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Und das Ende ist kein Ende mehr. Gott segnet dich. Amen.